Das sind in meinem Fall wohl drei Dinge zusammengekommen, die mir zugefallen sind. Jetzt fragen Sie mich aber bitte nicht, ob das also wirklich der blinde Zufall war oder ob es vielleicht absichtsvoller Zufall war. Ich habe da keine Antwort dafür. Ich könnte da höchstens mutmaßen. Also, was ist der erste Zufall gewesen? Der liegt ziemlich weit zurück. Meine Mutter nahm mich, als ich noch Student der Elektrotechnik in Darmstadt war, mal zur Seite, als ich zu Hause war, um mir den Ratschlag zu geben, ich möchte mich doch mal mit der Reinkarnation beschäftigen, das sei so ein interessantes Thema. Als ich das hörte, brach für mich quasi eine Welt zusammen. Ich dachte, meine Mutter ist verrückt geworden. Denn Reinkarnation war für mich ein, sag ich mal, mittelalterliches Thema, das überhaupt nicht in unsere wissenschaftsgeprägte Welt hineinpasst. Insofern bin ich dann also auch mindestens 3, 4 Jahrzehnte bei dieser Haltung geblieben. Nun zum zweiten Zufall. Der ereignete sich 1986. Ich hatte so zur Angewohnheit, mir für den Urlaub Bücher rauszusuchen, die ich dann in Urlaub mitnehmen wollte. Also bei der Suche nach diesen Büchern musste ich durch die Buchhandlung gehen und kam dort quasi zwangsweise an der Esoterikabteilung vorbei und sah so im rechten Augenwinkel einen großen Buchrücken mit der großen Schrift Reinkarnation. Und da erinnerte ich mich an das, was meine Mutter mir geraten hatte und dachte mir, das ist doch der Unsinn, den mir meine Mutter mal andienen wollte. Und da ich nun Muße hatte bei der Suche in der Buchhandlung, nahm ich das Buch mal zur Hand und wollte mich belustigen über die Esoterik, die ich da drin vielleicht finde. Und war also völlig erstaunt, etwas völlig anderes zu finden, als ich erwartet hatte. Wie gesagt, ich hatte Esoterik erwartet und fand aber, dass dort also ein amerikanischer Professor der Psychiatrie sich also durch die ganze Welt gereist ist, durch alle möglichen Kulturkreise, dort nach Kindern gesucht hat, die von sich behaupten, sich an frühere Leben zu erinnern, und hat diese Fälle also untersucht und kam also mit sehr erstaunlichen Ergebnissen zurück. Die will ich jetzt nicht genau beschreiben, ich will nur so viel sagen. Ich habe dann nach diesem ersten Buch bis 1999, habe ich dann noch zwei weitere Bücher von ihm gefunden, die eben auch ins Deutsche übersetzt worden waren, habe die gelesen. Durchaus mit Interesse gelesen, aber die haben nicht dazu geführt, dass ich jetzt etwa an die Reinkarnation geglaubt hätte. Ja, und dann kommt der dritte Zufall, der mir zugefallen ist. Der besteht wohl darin, dass ich zusammen mit vielen Kollegen in den Vorruhestand versetzt wurde und auf diese Weise quasi einen neuen Lebensabschnitt geschenkt bekommen hatte. Nun, das Thema Reinkarnation war für mich aber auch zu diesem Zeitpunkt, trotz des Lesens dieser drei Bücher, noch immer ein Thema, das nicht in unsere Welt hineinpasst. Es passt ja nun überhaupt nicht zu unserem wissenschaftlichen Weltbild dazu. Aber ich hatte von der Lektüre dieser drei Bücher von Stevenson das Gefühl, muss man sagen, mitgenommen, es könnte ja vielleicht möglich sein, ein ungelöstes Menschheitsthema auf rationale Weise zu bearbeiten, statt immer nur in irgendwelchen Glaubensvorstellungen herumzuwühlen. Und das hat mich doch irgendwie gepackt. Wenn das möglich wäre, das wäre doch also wirklich also den Schweiß der Edlen sozusagen wert. Und daraufhin habe ich also dann, das war im Jahr 2000, beschlossen, mich mit diesem Thema mal genau auseinanderzusetzen. Was eben heißt, nicht nur mal drei Bücher zu lesen, sondern da muss man ein bisschen mehr tun, wenn man damit wirklich einigermaßen Sicherheit bekommen will in der Beurteilung eines solchen Themas. Ja, Sie haben recht. Ich kann als Außenseiter das Thema eigentlich behandeln, weil sich die eigentlich zuständigen Institutionen damit überhaupt nicht befassen. Ich fülle also sozusagen eine Lücke, wenn Sie so wollen. Wir können Sie ja mal der einzelnen Fälle durchgehen. Bleiben wir zunächst bei den Theologen oder bleiben wir bei der Kirche? Die beiden christlichen Kirchen in Deutschland beschäftigen sich mit dem Thema nicht. Höchstens, wenn sie mal gezwungen werden, dazu was zu sagen. Also wenn man es etwas polemisch ausdrücken will, sie scheuen dieses Thema wie der Teufel das Weihwasser. Ist etwas polemisch, aber im Kern ist es, glaube ich, richtig.
Obwohl, man muss dazu sagen, es gibt also Einzelkämpfer in der Theologie, die durchaus versuchen, neues Wissen, und die Reinkarnationsforschung hat für meine Begriffe neues Wissen aufgetan, dann auch in die Kirchenlehre einzubringen. Also ich denke jetzt ganz konkret an den Professor Dr. Dr. Resch aus Innsbruck oder den Professor Obst aus Halle-Wittenberg. Die haben tatsächlich versucht, ja, das irgendwie in den kirchlichen Kreisen, also auch publik zu machen, aber sie konnten damit nicht wirklich durchdringen. Und ich habe auch mittlerweile Zweifel, ob überhaupt Kirche das Interesse hat, neues Wissen überhaupt einzubringen. Denken Sie an die Behandlung, wie die Themen, die also Galilei gebracht hat oder Charles Darwin und so weiter, wie die also von der Kirche schwer aufgenommen worden sind, unter großem Stöhnen. Kommen wir zur Philosophie. Also mir sind eine Reihe von amerikanischen oder englischen Philosophen bekannt, die als Philosophen tatsächlich sich beschäftigt haben mit den neuen Erkenntnissen aus der Reinkarnationsforschung. Wenn ich aber daran denke, gibt es einen deutschen Philosophen, dann fällt mir kein Name ein. Also da ist auch ziemlich wenig zu finden. Ja, die eigentlich Zuständigen für das Thema wären die Parapsychologen. Aber ich kann Ihnen sagen, die Parapsychologen weltweit forschen über das Thema gar nicht. Also wenn Sie gezwungen werden, was zu äußern, dann kommen Sie vielleicht an mit animistischen Erklärungen. Animistisch soll heißen, Sie versuchen, unerklärliche Phänomene immer zurückzuführen auf die unerklärliche Fähigkeit der menschlichen Psyche, also eines Lebenden, diese Dinge hervorzubringen, ohne dass Sie deswegen sagen könnten, wie das überhaupt möglich ist. Es ist einfach nur eine Unterstellung. Und meiner Ansicht nach begehen Sie sogar den Fehler, einfach die beiden alternativen Erklärungen, die noch nebeneinander stehen und aus denen man sich, ja, unter denen man sich eigentlich gar nicht richtig entscheiden kann, nämlich einerseits eine spiritistische Erklärung, andererseits die animistische, dass Sie da sehr einseitig nur auf die animistische setzen. Also wenn ich mich so zurückerinnere, in der ARD, also in den öffentlich-rechtlichen Fernsehmedien, erinnere ich mich, war wohl die letzte Sendung, die sich intensiver mal wirklich mit dem Thema Reinkarnation auseinandergesetzt hatte, im Jahr 2003, im Rahmen dieser ja, ganzen Sendereihe, Dimension Psi hieß die. Ja, danach, ob wenn da noch was gewesen ist, dann wäre es an mir vorbeigegangen. Ich kann mich noch erinnern, dass vor 5 oder 6 Jahren noch zumindest im Privatfernsehen Unterhaltungssendungen, also keine wissenschaftlichen Sendungen, gekommen sind, in denen also Rückgeführte präsentiert wurden mit ihren Geschichten und die wurden dann eben auch vor den Ort geführt, wo sie sich glaubten, früher aufgehalten zu haben und früher gelebt zu haben. Ja, aber das war also Unterhaltung, das war keine Wissenschaft. Und wenn ich mir heute anschaue, was heute geboten wird, also das Thema finde ich gar nicht mehr vor. Man kann es vermuten. Ich vermute, es hängt natürlich mit der jahrhundertelangen Wirkung der kirchlichen Einstellung zusammen. Aber ich vermute sogar, dass es heute noch stärker zusammenhängt mit dem Wissenschaftsbild, mit der Wissenschaftsprägung, die wir heute haben. Das führt aber zu einer Art Circulus Vitiosus, zu einem Teufelskreis. Denn die Wissenschaft wird sich mit dem Thema Reinkarnation allenfalls dann beschäftigen, wenn irgendwo eine Idee da wäre, wie das Ganze überhaupt zustande kommen könnte, also ein Wirkmechanismus gefunden werden könnte, der erklärt, dass das tatsächlich möglich sein könnte. Ja, solange das also nicht existiert, wird man sich damit nicht beschäftigen, aber wenn man sich nicht damit beschäftigt, wird man es auch nie entdecken. Also in diesem Zirkel stecken wir drin und ich vermute, es wird also noch sehr, sehr lange dauern, bis wir irgendwelche wissenschaftsgestützten Antworten kriegen. Aber ich will natürlich auf Ihre konkrete Frage auch noch gerne antworten, ob ich nun tatsächlich eine Fehlbesetzung sei. Und dazu fällt mir halt ein, dass ich durch meine Berufstätigkeit in der Industrieforschung durchaus weiß, wie Wissenschaft geht. Also zumindest den Teil der empirischen Feldforschung, also zu Kindern zu suchen und das alles zu untersuchen, das traue ich mir schon zu. Ich habe ja auch 4 deutsche Fälle in der Zwischenzeit gefunden, untersucht und auch veröffentlicht. Und ich habe 3 Bücher geschrieben über dieses Thema. Und
Ja, diese Rezensionen, die also zu diesen Büchern gekommen sind, die kann man also in wissenschaftlichen Zeitungen nachlesen. Also das ist die Zeitschrift für Animalistik für den deutschen Raum und das Journal of the Society for Psychic Research im englischen Raum. Aber ich muss zugeben, ich kenne auch meine Begrenzungen. Also ich bin natürlich nicht der Allwissende. Das heißt, ich versuche also nicht in die Theoriebildung einzusteigen. Ich versuche auch gar nicht mal die vorhandene Theoriebildung zu beurteilen. Das kann ich nämlich nicht. Also ich denke jetzt an die Sachen, die Burkhard Heim gemacht hat, oder von mir aus die Stringtheorie oder so etwas, das ist kein Thema für mich. Auch Religionen, was die so sich alles vorstellen bezüglich Reinkarnation, oder auch was die Philosophie sagt, die sich nicht mit der Thematik beschäftigt, das ist auch kein Thema für mich. Also die eindeutig überzeugendsten Hinweise auf Reinkarnation stammen also von den Kindern, die von sich behaupten, sie könnten sich an ihre früheren Leben erinnern. Und zwar, es gibt also zwei Dinge, die dazu zu sagen wären. Es sind die Dinge, die am besten im Vergleich zu anderen Dingen beforscht worden sind. Und zweitens, ich glaube auch, die Kinder eignen sich besonders gut als Forschungsobjekte sozusagen, weil sie einfach durch ihre Umgebung noch nicht so stark beeinflusst worden sind, weil sie ja ihre Erinnerungen normalerweise so mit 3 bis 5 Jahren von sich geben, auch das Verhalten in dieser Zeit besonders zeigen. Und nun kann davon ausgehen, dass solche Kinder in diesem Alter noch nichts gelesen haben und auch noch nicht allzu viel Film oder Fernsehen gesehen haben und auch sicherlich in ihrer Weltanschauung noch nicht festgelegt sind, sodass sie sich von daher gesehen besser eignen, weil man nicht so einfach sagen kann, nun, was die da produzieren, ist einfach ein Umwelteinfluss. Also in der Regel nicht, sondern sagen wir mit Schuleintrittsalter oder spätestens mit 7 oder 8 Jahren sind diese Erinnerungen vergessen. Natürlich gibt es die üblichen Ausnahmen. Ich vermute, dass das dann der Fall ist, wenn diese Kinder öfters mal ihre Erinnerungen schildern mussten, weil sie befragt wurden. Dann bleibt es vielleicht eher haften und wird dann auch noch weitergetragen. Aber in der Regel ist das dann alles vergessen. Und Probleme, die damit vielleicht verbunden sein könnten, sind auch vergessen. Also ich habe hier mir 5 Punkte gemerkt. Das eine sind also die Kenntnisse, die die Kinder über ganz bestimmte verstorbene Personen haben. Also nicht über jedermann oder sonst wie, sondern ganz eine einzige verstorbene Person und darüber haben die Kinder besondere Kenntnisse. Dann ist das kindliche Verhalten, das sich also gegenüber der im Vergleich zur früheren Person oder auch zur früheren Familie eben zeigt, sehr erstaunlich in einigen Fällen und sehr passend vor allen Dingen. Und dann gibt es eben noch einiges an Ähnlichkeiten zwischen dem Kind und der früheren Person. Dann kommen noch mit hinzu Träume, die allerdings jetzt nicht so sehr beim Kind zu suchen sind. Die gibt es zwar auch, aber die meisten Träume passieren in der Familie des Kindes oder der heutigen Person oder auch der Familie der früheren Person. Und als letzten Punkt würde ich noch nennen einige statistische Besonderheiten, die es durchaus in sich haben, weil sie nämlich auch durch eine Hypothese, die das ganze Phänomen erklären soll, ja auch abgedeckt werden müssen. Und da werden Sie feststellen, da tut sich die Reinkarnationshypothese relativ leicht. Die anderen Alternativhypothesen, wird man feststellen, sind alle viel, viel, tun sich schwerer. Nein, natürlich nicht. Das ist immer nur eine Untermenge, die pro Fall sozusagen auftritt. Ja, es gibt noch im Wesentlichen 4 Erfahrungsfelder des Menschen, aus denen heraus ebenfalls Informationen über die Reinkarnation gewonnen werden können. Das sind einmal natürlich die, ich sag mal, hypnotischen Rückführungen in frühere Leben. Dann sind es also Träume und Flashbacks zum Beispiel. Oder in manchen Fällen auch Nahtodeserlebnisse bringen auch so etwas. Zwar nicht in der Menge wie bei den Kindern oder bei den Rückführungen, aber es gibt auch da Beispiele. Und man findet auch in medialen Kontakten Hinweise auf die Reinkarnation.
ich will einfach mal die Merkmale aufzählen, die sich bei Rückführungen eben zeigen. Es ist genau wie bei den Kindern auch. Also Kenntnisse über eine ganz spezielle verstorbene Person sind schon sehr, sehr auffällig. Dann findet man immer wieder Wiedererkennungen von Personen, von Orten und von Dingen, dann, wenn also nachgeprüft wird. Es gibt also körperliche und psychische Krankheiten, die häufig in Zusammenhang stehen mit Traumata aus dem früheren Leben. Es gibt auch Heilerfolge, die auch wieder damit zusammenhängen, also auch mit den Traumata im früheren Leben, wenn man die dann aufdeckt, also wieder ins Bewusstsein zurückruft und bearbeitet. Dann gibt es das Phänomen der Xenoglossie. Darunter versteht man, dass manche Menschen, hier in dem Fall die Rückgeführten, eine Sprache sprechen, die sie nie erlernt haben. In diesen Fällen hier bei den Rückführungen sind es eher viele Worte aus einer fremden Sprache, die die Person nie gelernt oder gesprochen hat. Und als weiteren Punkt kann man auch nennen die Emotionen, die also während einer Rückführung, gerade wenn man durch die Todesszene geht und so weiter, natürlich erheblich haben kann. Dazu muss man aber einschränkend sagen, das ist also natürlich auch anders erklärbar. Aber wenn dann das Ganze zusammenkommt mit nachgeprüften Fällen, wo man also wirklich das frühere Leben hat aufdecken können und es stimmte mit den Erinnerungen aus der Hypnose zusammen, dann ist auch das für mich noch ein zusätzliches Kriterium. Und zum Schluss würde ich noch hinweisen auf die Muttermale und Missbildungen, die also oft ein Baby schon hat oder die erwachsene Person noch hat. Und die eben auch oft in gutem Übereinstimmung zu bringen sind mit meistens den Wunden, die bei der früheren Person zum Tode geführt haben. Man muss aber dazu sagen, bei den Rückgeführten kenne ich also nur 10 solcher Fälle, während dem bei den Kinderfällen ungefähr 300 Fälle mittlerweile aufgetan sind. Wir können dort auch die ganzen Punkte mal wieder durchgehen. Also das erste beginnt mit Kenntnissen, die also sich äußern in den Äußerungen der Kinder, die die Kinder eben machen. Und zwar beginnt das damit, dass die Kinder kaum, dass sie also gelernt haben, sich ein bisschen auszudrücken, zu sprechen, dann ihren Eltern irgendetwas erzählen, was für die Eltern so klingt, als würden sie aus einem früheren Leben was erzählen. Also die Kinder sagen dann, du bist nicht meine richtige Mama. Oder ich möchte zu meiner richtigen Mama gehen. Oder zum Beispiel, als ich groß war. Und Punkt, 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 und irgendwas danach erzählen. Und wenn sie dann 3 Jahre und älter sind und sich sogar noch etwas besser ausdrücken können, dann wissen sie zum Beispiel und können sagen, wie sie früher geheißen haben mit Namen, wie vielleicht ihre früheren Verwandten geheißen haben, zum Teil bis zu Spitznamen hin. Und dann, wo sie im früheren Leben gewohnt haben. Welche Gegenstände sie besessen haben. Sie berichten auch von Familieninterna. Also jetzt fällt mir spontan ein, zum Beispiel ein, ich glaube, es war ein indischer Junge, der berichtete, dass er auf irgendeiner Hochzeitsgesellschaft war, wo er dann mit Tellern um sich geschmissen hat. Und das hat man nachgeprüft und das stimmte auch. Ja. Oder ein anderer erzählt, es war auch ein indischer Junge, der erzählt, er hätte seinem Freund ein Gebläse in sein Auto, in dessen Auto eingebaut. Nachgeprüft, das war tatsächlich so. Oder ein anderer erzählte, dass seine Frau im früheren Leben am Oberschenkel eine Narbe hat. Jetzt kann man sich vorstellen, dass gerade in diesen fremden Kulturen es unmöglich war, für einen Außenstehenden den Oberschenkel einer Frau zu sehen. Die verhüllen sich ja total. Also wie kommt der kleine Kerl dazu, so etwas zu wissen? Oder es wird immer wieder mal berichtet von Geldverstecken, die sich dann tatsächlich auch finden lassen. Unter, ja, ich sage es schon, Spitznamen werden manchmal genannt, die also auch nicht in der Öffentlichkeit immer bekannt sein müssen. Ja, und jetzt kommt noch was Besonderes. Die Kinder beschreiben sehr, sehr häufig die Art ihres Todes recht genau. Und jetzt ist das Spannende daran, wenn die Kinder angeblich im früheren Leben eines unnatürlichen Todes gestorben sind, dann berichten sie darüber in 94% der Fälle, das heißt also fast immer. Dagegen, wenn diese Kinder in dem früheren Leben angeblich eines normalen Todes gestorben sind, dann bringen sie das nur in der Hälfte der Fälle aufs Tapet. Ja, erklären Sie das mal bitte mit einer anderen Methode als der Reinkarnation. Es ist ein erstes Beispiel für die Besonderheiten, die in der Statistik zu finden sind und dies zu erklären gilt.
Das Verhalten zeigt sich in Emotionen der Kinder, in Wiedererkennungen durch das Kind und auch in Besonderheiten nach einem Geschlechtswechsel vom früheren Leben ins heutige Leben. Diese Emotionen zeigen sich oft als recht stimmig, wenn man denn mal die Verhältnisse in der früheren Familie kennenlernt. Also was besonders auffällt, ist, diese Kinder identifizieren sich mit der früheren Person, was man daran erkennt, dass sie in der Ich-Form sprechen, obwohl sie ja eigentlich von einer anderen Person sprechen. Und sie verwenden auch die Gegenwartsform, weil ihnen das alles sozusagen präsent ist. Und dann auch dann, wenn sie durchaus mit der Vergangenheitsform umgehen könnten. Dann, was immer wieder auch sehr heftig kommt, ist, dass die Kinder emotional werden und sagen, sie wollen unbedingt zu ihrer früheren Familie zurück, was die Eltern oft gar nicht wollen. Dann reden die Kinder, wenn sie denn in der früheren Familie mal sind und dort vorgestellt werden, zum Teil ihre früheren Familienmitglieder an, so wie das also die frühere Person auch getan hätte, was aber für ein kleines Kind in der heutigen Situation völlig unpassend ist. Sie zeigen also auch ein kindliches Verhalten, das eigentlich dem von Erwachsenen entspricht. Die Kinder äußern zum Teil dann Besitzansprüche, wenn sie sehen, da ist irgendwo eine Uhr, na, das war ja meine Uhr, und dann stellt man fest, das war tatsächlich seine Uhr, die Uhr der früheren Person. Dann vergleichen die Kinder auch die Stellung der heutigen Familie in der Gesellschaft mit der früheren Familie und beklagen sich zum Beispiel darüber, dass sie heute in einer ärmeren Familie geboren wurden. Oder es gibt auch das Umgekehrte. Und sie zeigen also freundliches oder unfreundliches Verhalten den früheren Familienmitgliedern gegenüber, ganz so, wie das also auch die frühere Person getan hätte. Also wir reden da von Eifersuchtsszenen, von Rachegefühlen, von Aggressivität, von Weinen und vielem anderen mehr. Die Kinder oft durch ihre Eltern zur früheren Familie gebracht werden, dann erkennen sie dort Personen, Orte und Wege, auf denen sie gegangen sind und auch Gegenstände, die sie dort aus dem früheren Leben her kennen. Und was also besonders eindrucksvoll für meine Begriffe ist, wenn zum Beispiel ein Kind irgendeiner Person auf der Straße zufällig begegnet, und dann diese Person als eine Person aus dem früheren Leben erkennt und man dann hinten nach feststellt, durch die weitere Nachprüfung des Falls, das ist tatsächlich eine Person aus dem früheren Leben gewesen, die sie da zufällig auf der Straße getroffen hat. Dann die Kinder berichten auch öfters von Veränderungen gegenüber früher zu heute. Und wenn das eben stimmt, ist das natürlich auch beeindruckend. Woher sollen die Kinder das wissen, wie es früher da ausgesehen hat? Und die Eltern versuchen auch immer mal wieder, ihre Kinder auf die Probe zu stellen, indem sie versuchen, sie in die Irre zu führen. Und man staunt, dass sich diese Kinder eigentlich in der Regel nicht in die Irre führen lassen, weil sie einfach wissen. Ja, wenn die Kinder das nicht sprachlich ausdrücken, dann kann man das an einer ganzen Reihe von anderen Ausdrucksweisen eben erkennen. Also ich will es mal an dem Beispiel eines heutigen Mädchens deutlich machen. Also das kann zum Beispiel sein der Kleiderwunsch des heutigen Mädchens, der eben mehr in Richtung auf männliche Kleidung geht. Dann das Spielverhalten des Mädchens, den Wunsch der Zugehörigkeit zur Gruppe der Buben, die Verwendung männlicher Sprechweisen, die Haartracht, das Make-up, die Art des Ganges, die Raubeinigkeit, die also vielleicht untypisch ist für ein Mädchen, die Furchtlosigkeit genauso, dann ein stärkerer Körperbau. Das kann bis dahin gehen, dass die Menstruation später einsetzt bei diesen Kindern oder dass manche dieser Mädchen versuchen, im Stehen zu urinieren, was ja verständlich wäre. Nun, in 6 von 10 Ländern hat man tatsächlich solche Fälle gefunden von Kindern, die sich daran erinnern, im anderen Geschlecht gelebt zu haben. Das sind ungefähr 11,5% auf alles gerechnet. Und erstaunlicherweise ist der Wechsel vom ehemals männlichen ins heutige weibliche Geschlecht 3-mal häufiger als umgekehrt. Und das ist jetzt ein zweites Beispiel dafür,
dass es eben statistische Werte gibt, die bitteschön auch zu erklären sind. Mit der Reinkarnationshypothese eigentlich nicht schwierig, mit anderen Hypothesen tut man sich da wesentlich schwerer. Ja, nebenbei bemerkt, vielleicht soll ich das noch dazu sagen, wenn jeder von uns schon einmal Männlein oder Weiblein gewesen sein sollte, dann ist es umso irrsinniger, unterschiedliche Wertigkeiten diesen Geschlechtern zuteilen zu wollen, wie das heute zum Teil immer noch geschieht. Ähnlichkeiten zwischen heutiger Person und früherer Person betreffend Charakterzüge und die Muttermale bzw. Missbildungen der Kinder. Nun, die Kinder zeigen Charakterzüge, die man, wenn man denn die Sache, den Fall aufklärt, vergleichen kann mit den Charaktereigenschaften, die eben die frühere Person gehabt hat. Und da stellt man eben fest, dass es da eben oft sehr, sehr gute Übereinstimmungen gibt. Kinder weisen immer wieder mal auch Phobien auf. In diesen Fällen, die wir hier betrachten, sind es sogar 37% der Kinder. Das bezieht sich auf 230 gelöste Fälle, wobei gelöst heißt, dass man die frühere Person finden konnte. Und dieses 37% tauchen eben dann auf, wenn die frühere Person, ich sage jetzt mal angeblich, im früheren Leben eines unnatürlichen Todes gestorben ist. Ist der Tod im früheren Leben angeblich natürlich gewesen, normal gewesen, also kein Unfall oder kein Mord oder so etwas, dann tauchen solche Phobien nur in 7% der Fälle auf. Das ist also wieder in diesem Fall also ein drittes Beispiel dafür, dass also statistische Besonderheiten auftreten, die bitteschön erklärt werden müssen. Nun, das nächste ist, die Kinder zeigen Vorlieben wie Ablehnung oder auch Ablehnung von allen möglichen Dingen, zum Beispiel von Essen, von den Tischmanieren, von Drogenkonsum oder von Kleidung. Das Spielverhalten finde ich sehr interessant zu beobachten. Es spiegelt nämlich häufig entweder den Beruf oder das Hobby oder sogar die Todesart im früheren Leben. Also da fallen mir jetzt konkrete Beispiele ein. Ich kann mich erinnern, dass ich glaube, es war ein türkisches Mädchen, berichtet oder von dem wird berichtet, sie hätte also voller Begeisterung Barkeeper gespielt und hat sich also alle Freunde zusammengezogen und Barkeeper gespielt. Und es stellte sich dann hinten nach raus, also die frühere Person war tatsächlich ein Nachtclubbesitzer. Oder ein kleiner Junge, ich glaube aus dem Libanon, ja, der lag des Öfteren unter dem Sofa und hantierte irgendwo an den Sprungfedern dort herum. Was war er? Im früheren Leben ein Automechaniker. Oder ein Mädchen aus Indien, glaube ich, war es, die spielte voll leidenschaftlich Lehrerin. Und alle mussten also Schüler sein und sie war die Lehrerin. Ja, warum brauche ich es nicht zu erklären? Und ein anderer spielte sich vom sinkenden Schiff retten. Warum wohl? Dann haben die Kinder zum Teil auffällige Interessen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ein Kind besonders Interesse an Glücksspiel hat, also übernormales Interesse an Glücksspiel hat. Es gibt mehr Beispiele, ich will jetzt nicht alles durchdeklinieren. Sie weisen zum Teil auch die gleiche Körpersprache auf. Also das betrifft jetzt den Gesten, den Gang oder die Handhaltung. Sie zeigen zum Teil religiöse Gebräuche, die also unpassend sind. Also wenn zum Beispiel eine christliche Gebetshaltung in einer buddhistischen Familie auftritt, weil das Kind es halt so zeigt, dann fragt man sich, wie kommt das Kind dazu? Manchmal findet man auch gleiche Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das geht bis hin zur Xenoglossie. Ich glaube, ich habe schon erklärt, dass das Sprechen von ungelernten Sprachen. In diesen Fällen ist es auch eher so, dass jetzt nicht eine volle Sprache gesprochen wird, sondern es sind eigentlich eher einzelne Worte, die aus einer fremden Sprache kommen, die das Kind aber eigentlich gar nicht kennen kann. Aber das ist jetzt ein Thema, da kann man jetzt sehr viel dazu sagen. Ich will da jetzt also jetzt einfach nicht zu tief einsteigen. Ja, das ist ja auch ganz erstaunlich, dass man ihn sogar in einem Drittel der Fälle, der international gefundenen Fälle, solche Muttermale und Missbildungen, die also schon beim Baby zu sehen sind,
findet, die also oft genau mit den Verwundungen in guter Übereinstimmung sind, die bei der früheren Person zum Tod geführt haben. Solche Muttermale, sagt Stevenson, seien auch, hätten ein untypisches Aussehen. Bei der Normalvolkbevölkerung dagegen sind solche Muttermale wesentlich seltener zu finden. Das ist nur ein Zehntel der Fälle, also nur 2 bis 2,7% der Fälle findet man also kindliche oder babyhafte Muttermale. Und das nenne ich ein viertes Beispiel dafür, dass hier statistische Besonderheiten zu erklären wären. Professor Stevenson versteht dieses Phänomen der Muttermale und Missbildungen als, wie soll man sagen, als körperliche Erinnerungen. Also dahinter steht halt die Vorstellung, dass diese Kinder ja überhäufig eines unnatürlichen, grausamen Todes gestorben sind. Und da könnte man sich vorstellen, dass die Seele derart schockiert worden ist, dass sie diese Dinge auch eben leichter behält. Und eben auch dann sogar so weit beeindruckt ist, dass sie das bis ins Körperliche sozusagen mithin, also nicht nur als Erinnerung, sondern bis ins Körperliche hineinnimmt. Dazu sollte man sagen, Stevenson sagt, dass ein großer Prozentsatz der Muttermale und Missbildungen, die man vorfindet, keine medizinische Erklärung findet. Also es bleibt durchaus Raum für seine Vorstellung der Erklärung. Man muss hier zwischen den Kindern und den Erwachsenen unterscheiden. Bei den Kindern kommt es durchaus vor, dass sie Träume haben, die sich dann später als Träume aus früheren Leben herausstellen. Das sind aber nur relativ wenige Fälle. Die meisten Traumfälle passieren als Ankündigungs- oder Abreiseträume. Das will ich schnell erklären. Die Ankündigungsträume finden also statt in der Familie der heutigen Person, also des Kindes. Man stellt sich also vor, die Mutter träumt von irgendeiner Gestalt, die sie kennt oder auch nicht erkennt. Und diese Gestalt bittet oder fordert, dass sie bei dieser Mutter gerne wiedergeboren werden möchte. Und wenn man das dann hinten nachforscht, bei den Fällen, bei denen die Mutter die Person, die im Traum erschienen ist, erkannt hat, und dann stellt sich heraus, ja, das bestätigt sich dann tatsächlich als richtig. Und bei den Abreiseträumen, die finden statt in der Familie der früheren Person. Und da muss man sich vorstellen, dass sie von irgendeiner verstorbenen Person träumt, die also erklärt, wo sie wiedergeboren werden will. Und so gibt es also tatsächlich Fälle, die auf diese Weise geklärt werden konnten. Es gibt also, ich sagte es ja jetzt schon ein paar Mal, es gibt statistische Werte, die also mit der Reinkarnationshypothese, aber eben auch mit anderen Hypothesen erklärt werden müssen. Und ich kann nun aber diese ganze Diskussion, die sich daran hängt, denn es gibt ja mindestens 20 Alternativerklärungen, die kann ich jetzt hier nicht abwickeln. Aber ich kann vielleicht mal noch ein paar Fragestellungen nennen, die eben zu klären wären durch eine oder zu beantworten wären durch eine Hypothese. Aber auch da will ich jetzt nicht in eine tiefe Diskussion einsteigen, ich will nur mal einfach die Namen oder die Fragestellungen vorlesen. Also, warum ist die Interimszeit in den Kinderfällen so kurz, wie vorhin schon genannt, das sind nur 15 Monate, im Vergleich zu den Rückführungen von Erwachsenen, wo es ja um viel, viel mehr geht? Oder warum ist die Zwischenzeit, das ist also die Zeit zwischen dem Tod im früheren Leben und der Geburt im heutigen Leben, also warum ist die Zwischenzeit in den Kinderfällen nach natürlichem Tod 50% länger als bei gewaltsamem Tod im früheren Leben? Warum sind die Fälle mit Jenseitsaussagen nach natürlichem Tod im früheren Leben zahlreicher, und zwar etwa um 46% zahlreicher? Oder warum kommt ein gewaltsamer Tod im früheren Leben in den Fällen 10-mal häufiger vor als im normalen Leben? Das ist schon ein gewaltiger Wert. Es gibt noch vier weitere statistische Besonderheiten, die auch zu klären wären, aber die haben wir schon genannt.